Hallo und herzlich willkommen zu meinem Videoblog. Heute möchte ich Ihnen zeigen, Neuerungen im Pascal Projektmanager zeigen. Die beziehen sich alle auf den Editor. Ich öffne daher mal ein Programm im Editor und zeige Ihnen die Neuerungen. Nach wie vor kann man hier zu einer bestimmten Stelle springen und neu ist jetzt hier das Tracking, dass hier oben unterhalb der Funktionsleiste die Funktion und auch die Klasse angezeigt wird. Also wenn ich hier entsprechend wechsle, dann wird das dementsprechend angepasst. Und es funktioniert auch weiterhin oder beziehungsweise auch so, wenn man jetzt hier eine Funktion mal sich anzeigen lässt mit verschachtelten Prozeduren, dass die dann entsprechend namentlich erweitert wird und man kann nach wie vor auch springen zu den einzelnen Segmenten innerhalb der Prozedur. Neu ist hier, dass man hier in diesem Klassenselektor oder Abschnittsselektor da eine Klasse direkt anwählen kann. Und wenn man jetzt zum Anfang der gehen wollte, wo die Prozeduren kommen, da kann man teilweise mal mehrere hundert Zeilen scrollen. Das können wir jetzt viel einfacher haben. Wir wählen hier diesen kleinen Schalter und da den Befehl Funktion Prozeduren und das Programm springt direkt an den Anfang dieser Sektion. Dementsprechend funktioniert das mit den Segmenten Public oder Private oder was sonst an Segmenten innerhalb dieser Klassenstruktur vorhanden ist. Neu ist jetzt auch hier dieser Reiter Source, der im Prinzip die grundlegende Struktur der Source-Datei abbildet. Hier oben haben wir wieder auch die Klassen, die wir uns anzeigen können und einzelne Prozeduren. P sind Prozeduren, die blauen F vorgestellten Buchstaben weisen auf Funktionen hin und Sie sehen hier halt die Funktionen oder Prozeduren vor dem Implementationsabschnitt und die danach und dementsprechend kann man per Doppelklick darauf springen. Und eine Besonderheit gibt es hier bei diesen, die in grün und unterstrichen dargestellt sind. Das sind Funktionen oder Prozeduren, die als external deklariert sind. Das heißt, da gibt es natürlich keine Implementation, aber egal wo das definiert wurde, ob jetzt vor der Implementation oder innerhalb der Implementation, ein Doppelklick und das Programm springt dahin. Was vielleicht hier auch ganz praktisch ist, also man kann dann auch in den Sektor var springen und sich die Variablen anschauen oder die Konstanten, was einen gerade interessiert. Oder es gibt auch den zweiten Uses-Abschnitt innerhalb der Implementationssektion. Was ganz praktisch ist, wenn man das Fenster offen hat und man möchte beispielsweise sich kurz anschauen die typischen Form-Events, dann gebe ich halt einfach ein Form und ich kann per Doppelklick direkt zum Create-Event springen, zum Show-Event oder zum Resize oder Close Query oder zu Destroy und bin da ganz schnell, um da mal zu sehen, was da passiert in diesen Klassen. Wenn ich also mal ein Projekt noch mal kurz überfliegen möchte, wie funktioniert das überhaupt, was sind die wesentlichen Abläufe, dann kann man damit sehr gut direkt zu den relevanten Stellen springen. Ja, eine weitere Neuerung ist, wenn wir beispielsweise hier irgendeine Unit auswählen, dass wir direkt dahin springen können, so und auch wieder zurück. Und neu ist jetzt auch mit dieser Neuerung, dass man auch Unix anspringen kann, die eigentlich nicht im Projekt, über die Projektliste eingebunden sind. Das Programm verwendet jetzt die Suchpfade, um zu schauen, ob da irgendwo eine Unit zu finden ist und dann kann auch da eine entsprechende Unit geöffnet werden. Ja, das war's soweit mit den Neuerungen. Viel Spaß mit der neuen Version und tschüss.